Namaste. Heute lade ich dich ein, den Sonnengruß zu lernen oder ihn zumindest kennenzulernen. Zunächst möchte ich dich aber vorbereiten oder deinen Körper vorbereiten mit einer Atemmeditation, in der du bestimmte Energiefelder in deinem Körper anregst, berührst, sie streichelst, um dann entsprechend vorbereitet zu sein, den Sonnengruß zu praktizieren. Abschließen möchte ich die heutige Yoga-Sequenz am Ende des Sonnengrußes mit einer Yin-Haltung, zu der ich dich dann herzlich einlade. Zunächst einmal komm bitte in die Rückenlage für diese Atemmeditation. Erst einmal auf der Rückenlage. In der Rückenlage ankommen, die Fersen vorschieben, die Füße entspannt nach außen, Handflächen nach oben, Schultern entspannt und in die Matte hineingekuschelt und dann deinen Atem wahrnehmen und mit jeder Ausatmung den ganzen Körper auf der Matte ablegen. Und dann lege deine Hände auf deinen Bauch. Mit der nächsten Einatmung das rechte Bein anwinkeln und die rechte Fußsohle neben dein linkes Knie Innenseite ablegen und das rechte Knie einfach so nach außen fallen lassen. Das muss gar nicht den Boden berühren, lass es einfach nur los. Und dann beobachte für einige Atemzüge deinen Atem. Wenn du ihn im Brustkorb spürst, dann führe den Atem bis zu deinem Zwerchfell. Beobachte, wie deine linken und rechten Zehen entspannt sind. Beobachte auch, wie dein rechtes Knie den Boden immer näher kommt. Ellbogen, Schultern entspannt. Und dann wechsel die Seiten, rechtes Bein wieder strecken, linkes Bein anwinkeln, linke Fußsohle, Innenseite, rechtes Knie, linkes Knie fallen lassen. Mit jeder Ausatmung den ganzen Körper, besonders alle Ecken deines Körpers, die Schulterblätter, die Ellbogen, der Kopf, die Beine, das linke Knie loslassen. Langsam das linke Bein wieder aufrichten, beide Füße erstmal wieder ausstrecken, Ferse vor. Die Arme jetzt in Schulterhöhe ausbreiten. Ich rutsche dazu ein bisschen nach vorne. Beide Füße anwinkeln und jetzt einatmend die Arme in Schulterhöhe ausbreiten. Ausatmend, dass die beiden Knie nach links und den Kopf nach rechts. Mit der nächsten Einatmung wechselst du die Seiten. Kopf nach links, Knie nach rechts. Einatmen, wieder die Seiten wechseln, die Knie nach links, den Kopf nach rechts. Über den gesamten Halbkreis atmest du ein und atmest dann aus und bleibst liegen in dieser Haltung. Einatmen, Knie nach links und den Kopf nach rechts. Angekommen, ausatmen. Einatmen, Knie nach rechts und den Kopf nach links. Angekommen, ausatmen. Einatmen, Knie nach links und den Kopf nach rechts. Einatmen, Knie nach rechts und den Kopf nach links. Einatmen, Kopf und Knie zur Mitte. Linkes Bein ausstrecken, mit der rechten Hand die
Fußsohle greifen, die Fußsohle, die Knie, dein Knie umarmen und dann ziehst du dein rechtes Knie nach zur Brust hin. Kinn Richtung Brust, Schultern Richtung Boden und du drückst dein Knie immer mehr Richtung Brustkorb. Bleibst in dieser Haltung und atmest ein, wenn der Bauch sich immer mehr gegen deinen Oberschenkel drückt bei der Einatmung. Wärmst du dich und ausatmend löst sich fast der Bauch vom Oberschenkel. Und bleibe noch. Spüre und atme in dieser Haltung. Immer wieder bis zum Zwerchfell. Einatmen, der Bauch wölbt sich nach außen. Ausatmen, der Bauch geht nach innen. Und dann langsam das rechte Bein lösen, den Fuß vor dem Gesäß aufstellen, lösen und strecken, linkes Bein anwinkeln, beide Hände umarmen das linke Knie von außen und ziehen es zur Brust. Immer so ein bisschen mehr nachgeben, ziehen, sanft ziehen, zu dir ziehen. Kinn Richtung Brust, beide Schultern Richtung Boden, atmen und halten. Langsam wieder lösen. Fuß erstmal absetzen und dann strecken. Beide Hände mit den Handflächen nach unten unter dein Gesäß. Und dann langsam die Ellbogen auch ganz dicht unter den Rücken geben. Die Zehen nach vorne strecken und auf den Ellbogen heraus den Oberkörper aufrichten. Kinn Richtung Brust und du schaust auf deine gestreckten Zehen. Jetzt hast du das Gewicht auf den Ellbogen und gibst jetzt deinen Kopf mit der Krone des Kopfes auf der Matte wieder ab und öffnest hier weit dein Herz. Atmest durch die Nase, hast dein Gewicht auf den Ellbogen, berührst mit dem Kopf nur langsam, sanft die Matte. Und in dieser Herzöffnung 2, 3 tiefe Atemzüge nehmen. Dabei den Mund leicht öffnen, durch die Nase atmen. Langsam den Kopf wieder nach vorne richten, ablegen, die Hände herausnehmen und über die rechte Seite hoch zum Sitzen kommen. Wir kommen jetzt zu einer Haltung, das ist der Halbmond. Den rechten Fuß aufstellen, linkes Bein leicht nach hinten geben, die Hände auf den Knien abstützen, dich aufrichten und dann die Hände Handflächen zusammengeben, die Arme nach oben führen und leicht nach oben schauen. Dich nochmal richtig strecken, einatmen und ausatmen, die Arme wieder lösen. Die andere Seite. Hände aufrichten, Handflächen zusammen und die Arme nach oben führen, den Blick leicht nach oben. Dich strecken, einatmen und ausatmen. Die Hände wieder zurückführen. Wir kommen dann in den Schneidersitz. Nochmal, wir hatten das schon mal als Einführung in Yoga, Augenübung. Und auch die möchte ich dir hier einbauen. Und zwar geht es mir hier um das Energiefeld zwischen deinen Augenbrauen. Du hast den Kopf ganz ruhig, die Hände auf deinen Oberschenkeln, ein bisschen einfach abstützen, den Oberkörper aufrichten, Schultern immer leicht zurücknehmen. Knie loslassen. Und hier geht es darum, dass du nur deine Linsen bewegst, nicht den Kopf. Und dabei schauen wir jetzt einatmend hoch zur Decke, ausatmend zum Boden. Einatmend Decke, ausatmend Boden. Decke, Boden. Decke, Boden. Decke, Boden. Decke, Boden. Decke, Boden.
Letzte Runde, Decke, Boden. Jetzt nach rechts, nach links, nach rechts, weit nach links, so weit wie möglich nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts um die Ecke, nach links um die Ecke, zur Mitte. Schau jetzt oben auf die Decke, Richtung 12 im Uhrzeigersinn, zur 3, zur 6, zur 9, zur 12, 3, 6, 9, 12, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 11, 8, 6, 5, 3, 1, 12. Einfach um ein bisschen zu spielen. Die letzte Haltung, ein Energiefeld anzuregen, ist das Energiefeld im Kopf, in der Krone deines Kopfes. Dazu gib die Hände vor die Brust und führe dann deine Handwurzeln auf der Krone des Kopfes. Lege sie sanft ab, Ellbogen leicht nach außen nehmen, die Augen schließen, den Atem beobachten. Und auch hier spüren, wie du in dieser Haltung mit jeder Ausatmung ankommst. In allen Ecken dieser Haltung ankommst und dein Körper sich in dieser Haltung installiert. Und langsam lösen. Namaste. Ich möchte dich jetzt einladen zum Sonnengruß und ihn dir kurz vorstellen. Der Sonnengruß ist eine eigenständige Übungsabfolge, die etwas später zu den traditionellen Hatha-Yoga-Haltungen erst dazugekommen ist. Und sie ist sehr wirkungsvoll für deine Gelenke, für alle Muskeln und Organe in deinem Körper. Sie regt die Sonnenenergie in dir an. Das heißt, der Sonnengruß ist immer so ein bisschen empfohlen in vielen Literaturen, ihn am Anfang des Tages zu machen. Und damit möchte ich dich auch einladen, dass du diesen Sonnengruß jetzt in deinen Alltag jeden Morgen installierst. Ich möchte 3 Runden mit dir praktizieren. Du kannst diese 3 Runden für den Anfang, für den Beginn erst einmal beibehalten und ihn dann gerne steigern. Eine Runde bedeutet immer, dass du mit dem rechten und dem linken Bein abschließt. Eine halbe Runde ist quasi, das werde ich dir gleich zeigen, immer eine kurze Spann, also einen kurzen Moment der Ruhe, bis dein Atem sich wieder beruhigt und dann kommt die nächste halbe Runde mit dem anderen Fuß zuerst. Also eine Runde, beide Füße. Komm dazu an den Anfang deiner Matte. An dem Anfang deiner Matte die Füße ungefähr so hüftbreit aufstellen und dann spüre alle Muskeln deiner Beine und ziehe sie zu deinen Knochen. Dein Steißbein nach unten, die Po-Muskeln anspannen, Schultern zu den Ohren, nach hinten und fallen lassen. Das ist die Körperspannungshaltung zu Beginn deines Sonnengrußes. Und dann nimmst du erst einmal eine Gebetshaltung ein. Die Handflächen vor der Brust, die Ellbogen in Schulterhöhe. Und diese Gebetshaltung gibt dir die Führung, eine ruhige Führung des Sonnengrußes vor. Wenn du jetzt die Arme hochnimmst, einatmest, dann dehnst du alle Unterleibsorgane. Leicht in die Knie gehen, den Oberkörper nach vorne führen, die Fingerkuppen aufsetzen und dann versuche, deine Knie zu strecken, den Kopf hängen zu lassen. So aktivierst du deine Verdauung. Gehe jetzt mit dem rechten Bein nach hinten, linkes Bein dazu, komm in die schiefe Ebene. In dieser Haltung stärkst du alle Arm- und Beinmuskeln, Ellbogen zueinander, alle Muskeln deiner Beine und deiner Arme zu den Knochen ziehen. Blick nach vorne, Po-Muskeln sind angespannt. Und jetzt die Knie, die Brust und dann die Stirn am Boden ablegen. Hier aktivierst du den mittleren Teil zwischen den Schulterblättern. Und dann kommst du in die Cobra und die aktiviert und regeneriert beides gleichzeitig. Sie trainiert deine Wirbelsäule und hält sie beweglich. Leicht wieder zurück. Muskulatur von Armen und Beinen wieder, kommen hier wieder ins Spiel, in dieser Berghaltung.
Und dann den rechten Fuß zwischen die Hände, linken Fuß dazu. Leicht in den Knien bleiben, die Arme neben die Ohren geben, den Oberkörper wieder aufrichten. Strecken der Unterleibsorgane, ausatmen, die Arme senken. Halbe Runde. Hände vor die Brust. Die Namaste-Haltung. Einatmend, Unterleibsorgane dehnen. Ausatmend, Fingerkuppen, Beinstrecken und die Verdauung anregen. Jetzt das linke Bein nach hinten, rechtes Bein dazu, schiefe Ebene. Muskeln von Armen und Beinen werden hier trainiert. Knie, Brust und Stirn am Boden abgeben. Bereich zwischen den Schultern wird hier trainiert. Und du kommst in die Cobra. Hält deine Wirbelsäule lebendig. Ellbogen sind dicht am Körper und du richtest dich über die Handflächen nach oben. Und wieder zurück, Stirn ablegen, Zehen aufstellen und in den herabschauenden Hund. Linken Fuß zwischen die Hände, rechten Fuß dazu. Die Arme wieder neben die Ohren, Oberkörper aufrichten, dich nochmal strecken, die Unterleibsorgane strecken. Ausatmen, die Arme senken. Den Atem sich beruhigen lassen. Einatmend, ausatmend, die Hände vor die Brust. In dieser Haltung zeige ich dir eine kleine Abwandlung, um besser mit den Füßen wieder zwischen die Hände zu kommen. Du wirst gleich sehen, an welchen Stellen ich das meine. Einatmen, die Arme hoch, die Unterleibsorgane strecken. Ausatmen, leicht in die Knie gehen, Fingerkuppen aufsetzen, die Knie strecken, die Verdauung anregen. Jetzt wieder das rechte Bein zurück, linkes Bein zurück, schiefe Ebene. Alle Muskeln anspannen. Knie, Brust und Stirn am Boden abgeben, Ellbogen dicht nach hinten und an den Körper führen. In die Cobra Lebendigkeit erwecken. Und zurück. Zehen aufstellen, in den herabschauenden Mund. Und jetzt kommt der Tipp. Jetzt gib dein linkes Knie Richtung Boden, den rechten Fuß zwischen die Hände und den linken Fuß dazu. Kopf hängen lassen, Arme neben die Ohren, Oberkörper aufrichten, ausatmend, Arme senken. Warten, bis dein Atem sich beruhigt und die andere Hälfte der Runde beginnen. Namaste. Einatmend, strecken. Ausatmend, beugen, die Knie strecken, die Verdauung anregen. Linkes Bein nach hinten, rechtes Bein dazu. Schiefe Ebene. Alle Muskeln von Armen und Beinen halten. Und jetzt Knie, Brust und Stirn am Boden abgeben. Einatmen, Lebendigkeit erwecken. Zurück. Zehen aufstellen. Und jetzt das rechte Knie absetzen. Linken Fuß zwischen die Hände. Rechtes Bein dazu. Arme neben die Ohren. Oberkörper aufrichten. Ausatmend, Arme senken. Jetzt werde ich als dritte Runde einen sogenannten Fluss in diese Sequenz, in diese verschiedenen Positionen hineinbringen. Einatmend, ausatmend, Hände vor die Brust. Einatmend, Arme hoch zur Decke. Ausatmend, die Hände nach unten. Rechten Fuß zurück, linkes Bein dazu. Knie, Brust und Stirn am Boden abgeben. Einatmend in die Cobra. Zurück. Und in den herabschauenden Mund. Rechten Fuß zwischen die Hände, linkes Bein dazu. Arme neben die Ohren, Oberkörper aufrichten, ausatmend, Arme senken. Nochmal ein- und ausatmen. Einatmen, ausatmen, Hände vor die Brust. Einatmen, die Unterleibsorgane strecken und dich recken. Und die Knie beugen, die Knie strecken. Und dann das linke Bein zurück, rechtes Bein dazu, schiefe Ebene. Knie, Brust und Stirn. Einatmen in die Cobra. Lebendigkeit. Zurück in den herabschauenden Hund. Hier geht's mir die Fersen nach unten führen. Linkes Bein nach vorne, rechtes Bein dazu, Arme neben die Ohren, Oberkörper aufrichten und ausatmen, Arme senken. Gerne wiederholen nochmal, dann hast du nochmal 3 Runden und schon 6 an diesem Morgen. Jeder Sonnenstrahl in dir wird sich auftun
eventuell nur im Körper, aber manchmal ist die Sonne auch dann außen dabei und dann ist es eine wunderbare Kooperation von innen und außen. Ich möchte dich nach dem Sonnengruß bitten, in die Rückenlage zu kommen und in der Rückenlage nachzuspüren. Heute werden wir das auch tun und in der Rückenlage noch eine Yin-Haltung anführen. In Shavasana, in dieser Rückenlage, noch für einen Moment nachspüren. Und wenn du merkst, wie dein Körper sich immer mehr ablegt, dann möchte ich zum Ende dieser Sequenz eine Wurzelverdrehung dir vorstellen und das ist gleichzeitig auch eine Yin-Haltung. Einatmen dazu, die Füße vom Gesäß aufstellen, das linke Bein über das rechte geben, die Arme in Schulterhöhe ausbreiten und jetzt gibst du bitte beide Knie nach links und den Kopf nach rechts. Die Arme kannst du auch nach oben führen, sodass du quasi die Arme so über den Kopf ablegst. Und in dieser Wurzelverdrehung verweile 2-3 Minuten. Du wirst merken, wie es deinem unteren Rücken gut tut, wie du bestimmte Faszien hier dehnst, ganz besonders im unteren Rücken. Ich werde heute diese Haltung erst als Entspannungshaltung dir vorstellen, aber als Hinweis, wie gesagt, man kann diese Haltung jeweils 3 bis 5 Minuten halten und dann wird es zu einer sogenannten Yin-Yoga-Übung. Und wenn du magst, dann werde ich in der nächsten Sequenz mit dir eine Yin-Yoga-Sequenz praktizieren. Komm langsam mit dem Kopf und den Knien wieder zur Mitte und wechsel die Seiten. Rechtes Bein über das linke Bein, die Arme wieder nach hinten geben oder in Schulterhöhe und jetzt führe beide Beine nach rechts und den Kopf nach links. Im wahrsten Sinne eine Wurzelverdrehung. Versuch deine Schultern loszulassen, die Handflächen entspannt auf dem Boden abzulegen und versuche auch Augen, Wangen, Lippen weich zu atmen. Langsam wieder zur Mitte zurück und über die rechte Seite kommst du einfach hoch zum Sitzen. Es gibt im Englischen so den Ausdruck von Luxury. Und mit Luxury gibt es natürlich verschiedene Interpretationen des Luxus. Ich empfinde Luxus, kleine Gesten einzuführen in deinen Alltag. Für mich ist eine kleine Luxusgeste zum Beispiel Yoga zu praktizieren oder dir ein bisschen Öl in deinen Schaumbad zu träufeln, jemanden anzulächeln oder jemanden zu berühren, den du sehr magst und er diese Berührung auch als Dankbarkeit empfindet. Und ich wünsche mir, dass du mit Yoga dieses wunderbare Gefühl deiner selbst positiv wahrnimmst, dich dankend annimmst und damit in die Welt strahlst. Namaste.